So, und da wollen wir noch ergänzen, dass wir das Spiel auch verlosen. Denn wir verlosen einen Downloadcode für Judgment für die PlayStation 4. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist bei diesem Teil des Let's Plays einfach einen Kommentar hinterlassen, ein Like und ein Abo und dann seid ihr mit dabei in der Verlosung. Das gleiche könnt ihr auch beim Review, beim Test machen, der demnächst erscheint auf unserer Webseite xtgamer.de und xtgamer.net auf Deutsch und Englisch. Und das könnt ihr auch in den folgenden Teilen dieses Let's Plays machen. Und wir werden dann bekannt geben, wer gewonnen hat, am Ende des Let's Plays oder vielleicht auch früher, je nachdem, wie lange wir dafür brauchen. Also gerne direkt einen Kommentar, ein Like oder ein Abo hinterlassen und dann seid ihr mit dabei. Und nun viel Spaß mit dieser Episode. Fancy. アムールって店を出たとこ、スッポン通り。アムール？松金組がケツ持ちしてる店だよな。ああ、事件の晩、その店に羽村と被害者が二人でいたんだ。それより何かあった？ああ、そっちが済んだんなら事務所に戻ってくれ。なんで？まあ、急ぐ話じゃねえ。クリアわかる。じゃあな。Schon alles ganz nett in Szene gesetzt. Und schon können wir weiterspielen. Dann gehen wir mal zurück zum Detektivbüro Yagami. Da ist Kreis über Tenkaichi Street geflogen. Oh, das ist ein Tipp. Können wir immer in diesen Detektivwohnsitz eigentlich wechseln? Jetzt gehen wir schon irgendwie festpassen. Tenkaichi Street, das will ich jetzt mal machen. Gerade. Tenkaichi Street. Auf der sind wir gerade. Okay, hier müssen wir einen Vogel finden. Ja, haben wir hier nur die Spaßvögel. Aus der Presspassen kann man nicht kämpfen. Ja, ganz spannend. Endlich mal ein Basie. Kann ich den einstecken? Oh, falsch. Nein, nein, nein. Weil den Basie! Mal kann man die auch einstecken. Geht es nicht? Hm, müssen wir nochmal nachgucken. Gut Level. Okay, es kommt wahrscheinlich noch. Normal kann man auch die Waffen einstecken, dass wir sie beim nächsten Mal wieder einsetzen können. Aber so machen wir nichts. Also. Und kaputt. お前とか言っちゃダメだろ、タボ。ごきげんよう、ヤガミ君。言っとくけど、真冬ちゃん、お前とより戻しに来たわけじゃないぞ。より戻すって。付き合うまで言ってませんから、私たち。失礼しました。ケンジ殿。
仕事の話で来たの。当然だけど。仕事？松金組若頭、羽村恭平の例の事件、検察の方で起訴にしたから。八神君も絡んでるんでしょ？早耳だな。源田法律事務所の情報は私に筒抜けなの。沙織さんから聞いたのか。相変わらず仲いいな。当たり前でしょ、幼馴染だもん。それに大学同期か。さ、羽村の件だけど、もう起訴なの？逮捕したばっかりなのに。担当検事は前から羽村に目をつけてたみたい。逮捕するまでずっと泳がせてたんだって。その担当検事っていうのは？泉田検事。なんかそんな気がしたんだ。泉田ってターボーが無罪取った時の検事か？うん。3年ぶりの対決ね。いや、俺が法廷に立つわけじゃないから、そういうのは新谷がやる。やっぱり弁護士に戻る気はないの？こないだ源田先生にも言われたよ。その話はもういいって。そっか。検察からもなんかうちに仕事ないかな。真冬だったら安くするよ。前から思ってたんだけど。ん？八神くん、探偵なんて全然似合ってないからね。電話で済む話だったな。なのにわざわざ会いに来たわけだ。どう思う？外もう暗いな。ちょっと送ってくる。Das war Suma Fuyu, eine ehemalige Kollegin von Yagami, die wohl eine persönliche Vergangenheit haben, die noch im weiteren Verlauf des Spiels eine Rolle spielen wird. Wir haben immer noch keine Schallplatte gefunden, das ist nicht normal. Folge mal Fuyu? Wie? Sollen wir sie stalken oder was? Hättest du einfach fragen können, ey. Oh Mann, das ist jetzt schon wieder weird. Okay, jetzt finden wir sie oder müssen wir sie ausfindig machen? Nee, das. Mahuyu! Nanda! Omae wa! Are? Kenji-sen? Yagami-kun? Nani shiten no? Ya, omae wo okutte yarou to omotte. Eh, sou dattan da. Sou ka. Kimi ga Yagami benkoshi. こちら森田検事生。それとご存知泉田検事。久しぶりだな八神先生。法廷に立つ君を見られなくなって残念に思っていた。今回は君が羽村の弁護を？いや、弁護人は新谷先生だ。俺は証拠集めの手伝い。俺が送る必要はなかったな。じゃあまた。君は今探偵やってるんだってな。一度は無罪を勝ち取った弁護士なのにもったいないな。あん時はあんたが相手だから勝てただけだよ。ほざいてろ野良犬が。お前のデタラメな弁護で誤審が生まれたんだ。そのせいで一人の女の子が殺されたんだぞ。ん？どこがデタラメだった？検事だったら具体的に言ってみろ。何もかもだ。もういいだろう泉田。やめましょう泉田さん。送りに来てくれてありがとう。失礼する。Was ist das denn für ein Trio? Hey, die sollen auftreten.
いや、なんでもねえ。で、仕事の話だけどよ。次はどうする？検察は頭の起訴を決めたってことだった。源田事務所に行って、新谷と打ち合わせよ。海藤さんも一緒にいてくれ。わかった。なら俺は先に行ってる。ん？なんで？お前はまあ、その、少し頭冷やしてから、ゆっくり来いや。余計な心配だっつ。Okay, dann laufen wir wieder zum nächsten Spot. Zu Kumo. Ich störe nur ungern Yagamis Ski. Aber ich muss sie um einen Gefallen bitten. So können sie sich für neulich erkenntlich zeigen. Okay, was soll ich für sie erledigen? Ich würde sie eine Modellfigur für mich kaufen, die ich schon länger suche. Sie ist gerade im Ebisu zu haben. Die Auflage war streng limitiert und die Figur ist sonst nirgends zu bekommen. Das könnte meine einzige Chance sein. In Ordnung, ich schaue, was ich tun kann. Ebisu. Ich muss das Pfandleihhaus meinen. Er muss das Pfandleihhaus meinen. Das ist ganz in der Nähe. Tsukumo hilft mir regelmäßig. Ich schulde ihm mal sowas. Der arme Kerl geht einfach nicht gerne aus dem Haus. Freund-Event. Makoto Tsukumo. Kaufen wir eine Figur für Tsukumo beim Pfandleiher. Ebisu Porn kennen natürlich Veteranen schon. Aus den Spielen, die ich hier die ganze Zeit schon nenne. Ah, es gibt also Freundes-Events. Interessant. Lockert das Ganze mal ein bisschen auf. Indem wir woanders mal hinlaufen sollen. Und mit einem anderen Menschen, NPC, reden. Oh, ich bin sehr ungern in Ebisu Porn. Nachdem hier der Ring von Kiyo einfach an den nächstbesten verkauft wurde, bin ich hier noch ein bisschen sauer drauf. Ich möchte das kaufen. Ich möchte eine Love-Star-Figur? Ne, möchte ich nicht. Ebisu-Figur. Was läuft hier im Hintergrund? Ist das die Figur? Ist ganz schön teuer. Nein, ich will weiter gucken. Was hier alles gibt, da gibt es ja alles. Okay, es ist wahrscheinlich die Figur. Nein, 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 eine. Ich kaufe eine Figur. Also ich habe eine Figur gekauft. Das war falsch, oder? Oh, jetzt habe ich irgendeinen Scheiß gekauft, den ich jetzt wieder losbringen muss. Das mal erfinden. Verlackte. Nebenfall. Nee. Freund-Event. Wo ist Freund-Event? Freund-Event gibt's hier nicht. Hier? Nee. Gibt's ja nicht. DLC verfügbar. Oh, den linken kenne ich doch. Das ist doch das Maskottchen aus dieser Stadt. Aus Hiroshima. Aus Yakuza 6, cool, gibt's DLC. Wollen wir später mal auschecken. Im Laufe dieses endlosen Kapitels. Was? Wie? Nachrichten? Das ist freigeschaltet. Da, Tsukumo, was willst du jetzt? Eine Modellfigur, streng limitiert. Okay, dann ist es wahrscheinlich doch diese Figur, die gleich am Anfang da steht. Die heraussticht. Lovestar-Figur. Die Tsukumo haben will. Ja, man muss halt auch richtig lesen. Ich glaube, das ist, was Tsukumo wollte. Woher wusste er überhaupt, dass der Pfandleiher sie im Angebot hat? Okay, ich gebe sie besser gleich. Wo gebe ich sie denn? Ist das jetzt auf der Karte markiert? Ich weiß nicht, was das jetzt für ein Punkt ist. Ist das die Hauptquest? Ist das die Nebenquest? Ich weiß es nicht, das ist zu unklar. Oh ja, bringt Tsukumo die Figur. Da steht es eigentlich recht klar rechts oben.
Das wird mir jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen SP geben und vielleicht irgendwie noch einen Bonus. Die Kampfkarawane zieht weiter hier durch Kamerutsche. Okay, links, links, links. Ich hab's geschafft, ohne in den Kampf verwickelt zu werden. Gut, dass die Schläger nicht durch die Türen kommen. Sorry. Ach, der war das. Okay, verstehe. Ja, was sie wollten, das ist doch die richtige Figur. Warum sitzen die sich? Ist also nicht alles vertont? Die freuen sich, wenn es nicht. Ja, das ist sie. Vielen Dank. Wie viel bekommen Sie denn von mir? Ich kriege noch einen Zuschlag, weil ich die falsche gekauft habe. Ach, schon gut. Ich wollte mich doch fürs letzte Mal revanchieren. Schon vergessen? Wirklich? Hey, das ist echt großzügig von Ihnen. Gerne. Wäre es nicht schneller gegangen, wenn Sie es selbst gekauft hätten? Was soll ich sagen? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Aus dem Stadt gleich diese Vorbestellaktion. Ist es also Zeit, auf Gefechtsstation zu gehen? Ha, Sie haben auch immer einen Grund, am Computer zu hocken, oder? Sie ändern sich einfach nie. Nein, das stimmt eigentlich nicht. Sie haben sich ehrlich gesagt ziemlich gebessert. Das habe ich Ihnen zu verdanken, Yagamichi. Ich hätte vielleicht für immer jeden menschlichen Kontakt gemieden, wenn Sie sich nicht an mich gewandt hätten. Ach ja, wo wir gerade davon sprechen. Sie kommen endlich mal aus dem Haus und dann setzen Sie sich in ein Internetcafé. Tja, ist eben günstig und die Verbindung ist gut. Was will man mehr im Leben? Außerdem ist der perfekte Standort für einen Informanten. Stimmt. Und Sie waren mir immer eine große Hilfe, das steht fest. Wie dem auch sei, ich bin froh, Sie zu haben. Ja, get a room, you two. Ja, das gebe ich mit Ihnen genauso. Bald kann ich ihn zum Date einladen, wahrscheinlich. Hast du dich mit jemandem angefreundet, erhältst du gelegentlich Geschenke von dieser Person, wenn du sie besuchst. Bekommst du nichts, versuche es später nochmal. Die Kraft der Freundschaft. Okay. Wenn ihnen hilft, dann brauchen wir Geschenke. Cooles kleines Nebenelement, das man dann machen kann, um die Kämpfe wahrscheinlich zu erleichtern. Ah, und was können wir hier für ein Minispiel spielen? Das ist Smoking Space. Kann man hier auch selber was machen? Ah ne, hier muss man einen Counter gehen. Ist noch nicht freigeschaltet anscheinend. Nee. Geht's denn hier raus? Okay, dann sprechen wir mit Shintani. Nee, kein Bock auf. Oh, schon aktiviert. Zeit für den Kranich. Da ist der Kranich. Fabian Kranich. Schlägt zu. Das war ein bisschen typischer. Was Geiles machen. Hör auf! Ne, Trash Shop. Oh Mann, die geht viel zu schnell down. Oh, was wurde gedroppt? Dünner Draht. Dankeschön. Damit kann ich dann Sachen knacken, Türen aufknacken. Und Saves vielleicht. どうぞ。おい、ヤガミ。なんで先に回答だけ来させたんだ。あいつバカのくせに偉そうでイラつくんだよ。それは気がつきませんで。まったく。<笑>
山座れ。さっき真冬君から連絡があったぜ。いよいよ裁判に向けて本格始動だな。新谷ともうまくやれよ。事件の捜査資料が手に入った。事件の流れ、鑑識の結果、それに検察側の主張する羽村有罪のストーリーだ。なるほど。どれどれ。その前に、ん、お前ら役割はわきまえておけよ。特に八神、そっちの仕事はあくまで情報集めだ。頭使って調査の方針決めるのは俺。ん、わかるな。了解。弁護人はあんただ。では資料を見てもよろしいでしょうか、新谷先生。それでいい。じゃあまずは現場の資料だ。はあ、12月4日早朝6時過ぎ、死体発見の110番通報。急行した警官がアムール裏のゴミ捨て場で倒れている死体を確認した。Okay, Fotoermittlung. Das ist quasi so eine Art Wimmelbild. Hingaisha, Kansai Kyore Kai no Kumi, Kume Toshiro, Stappa de Tokuni, Katanaki Monoi. Itai ni Kalku Boko Saleta Ato Arga, Choksets no Shinwa, Gankyu o Tsukisasta Kizda. Brutal. No Kyoki ga no ni made Tashta to Mirare. Kite da ke de Shindokunaga. Mattaku da.両目は眼球を突き刺した凶器を使ってそのまま引っ張り出されたらしい。構想中の登場会から凶霊会への見せしめと考えるのが自然だ。だからもし羽村の頭が無実だとしても、真犯人は十中八九登場会の人間。その真犯人を特定できれば自然と羽村の無実が証明できる。犯人探し、俺はそこまで手間かける気はねえ。今んとこ一番はやっぱりアリバイの証明だろうな。それさえできりゃ羽村は無罪だ。Okay, da kommen sehr viele Dialoge dann. Nach. Und wir haben die Leiste rechts oben schon ganz schön gefüllt, also wird es wahrscheinlich so 3-4 Hinweise hier geben. Mal gucken, was hat er in der Hand? Nee, das ist nicht so wichtig, aber doch. Hier ist es. 死体発見現場の地面にはほとんど血痕がなかった。Also ist sie nicht dort gestorben. Also er. 実際の殺害現場は別の場所と考えられる。Allerdings. アムールの店内がその第一候補だ。Vermutungen bringen uns hier nicht weiter, Mr. Anwalt. Mr. Attorney. 怪しいな。事件の晩、近くの居酒屋店員が午前2時頃にゴミを捨てている。その時まだ異常はなかった。つまり、この死体が捨てられたのは午前2時から発見された6時までの間ってことになる。Das ist natürlich ein sehr großes Zeitfenster. Was gibt's denn hier noch? Wusch, wusch. Schuhe? Gibt hier noch was? Okay, mal alles drumherum untersuchen.Wie bei einem Puzzle erstmal die Ecken machen. Irgendwie ist hier nichts mehr. Nanda, Kore wa. Higaisha no Stai kara wa Saifu mo Keitai mo mitzukatte nai. Smaho wa koasaretan daro. GPS no Ichi jōhō mo hiroe nakatta rashii. Hannin wa arappoku shitai o suteta wari ni saiteigen no inpei wa shite iru. Doko da?
Das war kurz. アムールに行った時、裏のゴミ捨て場ってのは見たか？もう事件の痕跡はねえだろうが、裏口出てすぐのところらしい。まあそれはともかく、これが殺される前の久米だ。この目が犯人に持ち去られたってわけか。嫌な言い方するな。検察の見立てはどうなってる？この事件のストーリーは？ まず事件の背景として関西の協力会と東上会との抗争がある。これまでにも協力会のご工藤が2人目をえぐられてきた。今回の件も含めた3件は協力会と敵対する東上会の犯行である可能性が高い。ここまではいいな。 Vermutlich wurden die Morde im Rahmen eines Bandenkriegs zwischen dem Tojo und dem Kyorei-Clan begangen. Ach, Kyorei ist wirklich ein eigener Clan, okay. Iyo, suzukete kure. Ja, koko kara saki wa kensatsu ga shuchou suru jiken toujitsu no nagare da. 12月 3日 夜 9時 sugi Kamurocho no Club Amur mae. 松金組若頭羽村恭平と協力会の久米村瀬の間で口論が発生。羽村は子分を使ってアムールに久米を拉致。その際村瀬は久米を残して逃走している。羽村はアムールで1時間にわたって久米を監禁、手下たちに暴行を加えさせた。 夜10時、羽村は自分と久米を残して全員を店から返した。ここまでは、アムール店長の証言と防犯カメラの映像とで裏が取れている。この後、検察が言うには、羽村は2人きりになった後、久米にさらなる暴行を加え続けた。そして、 午前2時から3時ごろ、ついに久米の眼球に鋭利な刃物を突き刺して殺害。遺体から眼球を抜き取った上、死体はアムール近くのゴミ捨て場に遺棄した。警察の取り調べに対し、羽村は午前0時に久米とアムールを出た後サウナにいたとアリバイを主張。しかし、 それを裏付ける証言や証拠はなく、検察は信憑性に欠けるとしている。久米の死体発見は4日午前6時過ぎ。羽村は事件から1週間後に逮捕された。アムール前の防犯カメラ映像と店内から出た被害者の血液反応、そして アリバイの不成立、一つ一つは有罪の決め手とまでは言えん。それでも検察は十分立証できていると考えてる。所詮はヤクザ同士の殺しだってな。Schätze, es gibt eine Menge gute Gründe, Hamura zu verdächtigen。確かに検察の考えはそんなところだろうな。ただ、あんたはどう考えてる？ 実際ハムラが久米をやったと思うか、新谷先生。ハムラはムカつくやろうだが、俺が思うに今回は無実だ。ああいう小ずるいヤクザが死体をその辺に捨てるなんて雑な殺しはしないだろう。目をえぐるとか以前に多分死体も出てこねえ。俺もそう思う。さすがは新谷先生、性格はあれだが、 弁護士としては超優秀だな。同感です。まさか今ので褒めたつもりですか？なんだよ、どうかしたか？もしハムラが無実なら真犯人は別にいるってことだよな。あ？事件に白黒つけるならそいつを見つければいい。そんな人で俺らにねえだろ。犯罪者追うにはまず組織的な捜査網がいる。つまり
国家権力の仕事なんだよ。俺らは羽村の弁護をするだけだ。Die Aufgabe eines Anwalts ist es, zu verhindern, dass die Schuld seines Mandanten eindeutig bewiesen wird. Ich schätze, es ist nicht nötig, die Wahrheit herauszufinden. クメが目の前で拉致された後、村瀬がどう動いたかです。仲間が拉致されてんのに、その後何もしなかったのかとか。Stimmt, es würde nicht zu einem Yakuza-Mitglied passen, wenn Murase einfach den Schwanz eingezogen hätte. Es wäre ganz normal zu versuchen, Kume zu retten, aber wenn wir Murase befragen wollen, würde das bedeuten. Oi, oi. 今こんな時に協力会探れってのか？組員やられたばっかなんだぞ。相当殺気立ってるだろうな。俺は村瀬の情報が欲しいだけだ。その集め方はお前らで決めろ。そういう話だったろ。簡単に言うけどな、構想真っ只中の組ってのは。そうだった。分かった、行こう。海藤さん、und er macht wieder kommentarlos, was ihm aufgetragen wird. Alright, dann gehen wir zur Matsugane-Familie. Schon ein sehr langer Fall. Hätte ich nicht gedacht, dass es so lange dauert. Vor allem die Sequenz, in der dann quasi in Standbildern, aber mit Schwenks dann die einzelnen Phasen des Mordes oder der Tatnacht gezeigt wurden. Das war schon sehr imposant. Aber das hätte man auch vor 2 Stunden schon machen können und dann ein bisschen straffen können. Also ich finde, es ist gerade sehr langatmig und es wird sehr in die Länge gezogen, dieser Fall. Mag aber auch daran liegen, dass man hier noch nicht ganz so viel machen kann, weil es noch Tutorial-Fall ist. Aber ja, mir dauert das hier gerade alles ein bisschen zu lang, ehrlich gesagt. Nun gut, wir spielen es natürlich bis zum Ende durch. Und sind mal gespannt, was die Matsugane Family uns zu berichten hat. Ich glaube, das war hier falsch. Sind wir nicht im Champion District? Hier sind wir komplett falsch. Und das! Ich wollte nicht kämpfen! Aber ihr wollt immer kämpfen. Ja, nimm das! Nimm das Fahrrad! To the face! Einer steht noch hinten. Komme ich hier hinten auch raus? Oh, okay. Die verfolgen einen gar nicht unbedingt. Na gut, ich muss wieder da raus, wo ich reingekommen bin. Hätte man schon so eine kleine Nebengasse einbauen können hier noch im Norden. Matsugane-Gumi.
だが組長の松金貢は俺にとっても海藤さんにとっても親父だ。親父、矢上さんをお通ししました。おお、久しぶりじゃねえか、タボ。なんだよ、全然顔出してくれねえんだもんな。あのな、おやすさんだけだからな、この事務所で俺を歓迎してくれてんの。まあそうかもな。カイトはどうだ、元気でやってるか？元気だよ。例の件がなきゃ破門せずに済んだのによ。あれがかれこれ1年前か。あいつも俺には息子同然だった。もう済んだ話だろ。ああ、お前んとこで元気でやってんならそれもいい。俺も海藤さんのことは兄貴だと思ってる。20年前あの人やおやすさんに会ってなきゃ俺も今とは別の人生だ。相変わらずいいなお前は。失礼します。どうぞ。それでこの歓迎されてねえ事務所まで来たのは何の用だ？羽村の頭の件で。あれか、源田さんとこに弁護頼んだって聞いたがよ、タボも手貸してくれんのか？神室町に協力会の拠点があるだろう。場所が知りたい。そこの組員に聞きたいことがある。けどお前、連中今相当ビリついてんだろ、分かってるのか？ちょっと話聞くだけだよ。ゼネコンの梶平グループってあるな。いや、よくは知らないけど。関西の大手だ。で、その梶平系列で KJ アートってのが占領通りにある。ビル一棟丸ごとその会社のもんでな、協力会の連中はそこに詰めてんだよ。占領通りの KJ アートね。分かった。忙しいみてえだな。今度そっちの事務所に遊びに行っていいか？お忍びでよ。まあもちろん。海藤さん、おやさんと話せたよ。協力会の拠点は KJ アートって会社だ。そうか、じゃあ例の村瀬ってのもそこにいいんだな。いや、それは現場行って確かめるしかない。となると張り込みか。おお、じゃあもしかしてドローンの出番か？それもあるかもな。了解だ、俺もすぐ KJ アートに向かう。So, da sind wir ja auch wieder im Spiel. Wir sollen zu KJ Art gehen. Machen wir doch. Von A nach B laufen und Cutscenes angucken. Das ist jetzt der Großteil des Spiels. Bin ich gerade nicht so glücklich drum. Aber wird bestimmt noch ein bisschen aufweichen, die Formel. そうらしい。海藤さんは今どこ？ KJ アートに向かって右見ろ。なんだ？
分かった。Ja, nettes kleines Element hier mit dem Suchmodus. Wir haben natürlich da jetzt was festgestellt, einen kleinen Übergriff in diesem Unternehmen, und da schauen wir jetzt mal zuerst vorbei, würde ich sagen. Das ist jetzt hier im Stockwerk drunter. Da, den statten wir mal einen kleinen Besuch ab. Das kann hier nicht so angehen. Ups. Das ist ein bisschen hektisch hier. Ich bin Arzt, ich muss helfen. So, hier. Isetani Trading Company. Da läuft's nicht so gut. Ey, ich will da rein. Ich darf da nicht rein, okay. Alarm. Geht auch nicht. Nee. Ich hab das jetzt hier beobachtet und kann nichts machen, oder was? Nee, das kann ja nicht sein. Ins Cat Café kann ich, aber das kann ich nie machen. Witz. Ich will jetzt hin. Okay, das geht wohl nicht. Ja, manchmal ist man einfach machtlos und kann nicht eingreifen. Komm da nicht hin. Komm da vielleicht über ein anderes Gebäude hin? Oder man kommt da hin, nachdem man mit ihm gesprochen hat, aber dann triggert es wahrscheinlich was anderes, wenn ich da jetzt hochgehe. Bin jetzt nicht sicher, aber vielleicht kann man da auch nicht hin. Aktuell. Da steht er. Manchmal ist es ja so, man kann aus anderen Gebäuden dann darüber, so über Fenster, das kenne ich schon aus Yakuza 6, und dann ist ja die gleiche, ist das gleiche Kamerad-Stück quasi. Und zwei Jahre später. Deswegen probiere ich das jetzt mal kurz. Und hier nicht noch anders rankommt. Vielleicht ist da irgendwo eine Leiter, man kann dann... Ah! Aber da geht es wahrscheinlich nur aufs Dach. Und dann trigger ich direkt das Event hier. Ja, genau so ist es. nee, ich glaube nicht, dass man da hin kann aktuell. Okay, vielleicht später. Jo. Koko kara KJ Art ga batchiri mieru. Biru no naka wa tashika ni gokudou rashii no ga urotsuite ta ze. Ja, yappari kyōrei kai no aji to ka. Machigai nei. 村瀬は痛く見当たらなかった。さっき鳩飛ばしては見たんだがよ。しっかり見た。ああ。もう一応な。うん。もう一度飛ばそう。Yes。今度俺がやってみる。未熟な部下にお手本見せてやんないと。Hey, hey. Geil. Endlich mal was Neues. Ich muss Fliegen auswählen, um die Drohne zu fliegen. Das hätte ich auch noch hingekriegt. Ich habe nämlich das nicht ausgewählt. Fluch. Machen wir. Okay. Ich kann aber nicht schießen mit der Drohne. Und dem Treiben da ein Stockwerk drunter kein Ende setzen. Cool, jetzt sind wir die Drohne. Okay, hier passiert jetzt nichts mehr. Gut, die sind wohl nach Hause gegangen. Es ist gut, dass es hier vorbei ist. Cat Café. Wieder eine Katze. Lass mich in Ruhe mit den Katzen, ey.
Ist hier noch mehr? Nee. Das ist ja noch mehr. Nanda, Aiz. Anna, Tokoro, de Koso, Koso, Hon, Nanka, Yomi, Anatte. Ayashi. Ah. Gibt's aber nichts, ne. Mach's dann kaputt. Okay, hier, ne. Also, Quatsch. Doch nochmal hier ein bisschen nerven. Ne, da ist wirklich niemand. Nicht ganz. Es muss ja schon hier in dem Gebiet sein. Ich kann hier nicht rein. Nebengebäude? Oder hier in dem hinteren Raum? Ah. Da kann man rein, oder was? Cool. Das ist ja nicht das. Das ist er doch. Und wir haben auch einen Zugang gefunden. Verfolgung aufgenommen. Hört auf zu labern. Ich darf da nicht rein, das ist doch offen offensichtlich. Okay, jetzt. Nee. Okay, ich muss vorne rum. Er ist hier raus, oder wie? Muss ich ihm folgen jetzt? Ist er ja auch schon raus oder ne? Alles sehr unklar. Ist er vielleicht hier im Treppenhaus und wartet? Da ist er.俺らが行ったとこで会えるか?多分門前払いが関の山だ。おまけに頭の弁護のため、なんつったら叩き出されるな。村瀬をじっくり絞るなら、あの部屋に入り込まないとな。入り込むか。どうやるんだ?忍び込むか、強行突破か。どう攻めていくかな。 Das ist ja richtig fett. Man hat wie in Hitman die Möglichkeit, verschiedene Startpunkte zu wählen. Oder wie in Deus Ex. Durch ein Fenster reinschleichen, mit Gewalt eindringen oder eine Verkleidung anziehen. Ja, wir machen natürlich den Hitman Verkleidung anziehen. そいつはいいんじゃないか。作業服なんかはドンキホーテで買えるしな。ただビルの中入ってく理由がいる。そいつはどうする？そうだな。あそこの室外機使おうか。
修理の業者が呼ばれるな。でも壊れるまで待つのか？壊れてなければ壊しに行けばいい。なるほど。そうか。冴えてるじゃねえか。お前本当に多忙か？どういう意味だ。よし。じゃあまず室外機に細工してくる。カイトさんはここから見張ってる。お。それじゃ作戦開始だ。 Das sind Kamerafahren. Fancy, fancy. Mach die Heizung kaputt. Nichts lieber als das. Das ist ja ganz witzig. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Kiyo hier gemacht hat auf dem Dach. Hier war nämlich immer, hat was gebrannt und man musste quasi mit dem Feuerlöscher verschiedene Brandherde hier in Kamurocho ausschalten. Wir machen das Gegenteil, wir machen eine Heizung kaputt. Okay, muss ich jetzt hier irgendwie eindringen? Wahrscheinlich hier rüber. Na, ja, und dann hier hoch? Ne? Man kann hier einfach durch, oder was? Oh, knacken. Ja, Textnachrichten. Die Polizei ist unterwegs. Sieh zu, dass du da wegkommst. Verdammt, muss ich beeilen. Oh Gott, das sieht komplex aus. Das kriegen wir schon hin, ohne zu lesen. Ich habe ja extra einen Dietrich noch eingesammelt. Verstanden. Dietrich bewegen, oben, unten, links, rechts. Also oben, unten ist rechter Stick, links, rechts ist linker Stick. Oh Gott. Okay, ich will... Oh, oh Gott. Zack. Dameka. Vorsicht. Yes. Noch ein. Das war schon. 3 Minuten hätte ich jetzt Zeit gehabt, alter Schwede, okay. Der muss mir ja noch nie ein Joypad in der Hand gehabt haben, dass man da 3 Minuten braucht. Joypad vor allem. Wer sagt Joypad? Na schön, ich muss nur. Treten! Noch mehr treten! Ein bisschen fester treten. Fertig, das kriegen sie ohne Profi auf keinen Fall hin. Und jetzt meine Verkleidung, Don Quixote, ich komme. Da hätte man jetzt auch einen schönen Cut machen können. Er geht zu Don Quixote, er zieht sich was an. Nee, aber ich muss jetzt da selber hinlaufen. Schöne Musik, aber. Schön mal alles kaputt machen auf dem Weg. Ja, die Telefonzellen haben natürlich einen praktischen Mehrwert gehabt in den Yakuza-Spielen, dass man daran Items, also Zugriff auf die Itembox hatte und auch speichern konnte. Jetzt hat man ein freies Speichersystem und Itembox gibt es nicht mehr. Deswegen hätte man eigentlich jetzt auch die Telefonzellen wegrationalisieren können, auch im Sinne der Moderne. Hat man aber nicht gemacht. Aber ist ja auch ein bisschen realistisch, es gibt ja noch ab und zu Telefonzellen. Arbeitsklammern, da haben wir sie direkt. Also, missionsrelevante Gegenstände sind direkt auch immer bei den Händlern als erstes. Das ist ganz praktisch. Ich hab zu lang. Okay, jetzt kann ich hier echt einen Hitman machen. Dabo, Sagyofuku wa kaeta ka? Ah.
達成。それじゃ早速変装だ。ああ。Ich muss den Overall anziehen. Ah, dafür ist die Item-App da. Ah, Tarnungen. Oh, hier gibt's gleich mehr. Ist ja echt wie der Agent 47 hier, fühlt man sich. Josh, これでバッチリだな。おい、変装してるからって安心するなよ。目立つ行動は控えろ。分かってるって。じゃな。Momentchen mal, ich bin jetzt hier extra aufs Dach gegangen, um mich umzuziehen, wo mich jeder sehen kann und gehe dann wieder runter. Hätte ich mich nicht hier unten umziehen können, wie Spider-Man? Hm. Macht nicht so viel Sinn. Okay, jetzt ganz unauffällig. Weniger Sachen kaputt machen. Mehr reparieren. Aber es werden eh alles Cutscenes sein hier. Ich bin auf dem Weg in ein Yakuza-Hoheitsgebiet. Da kann ich mir nicht erlauben, meine Deckung auffliegen zu lassen. Eins nach dem anderen. Muss an der Rezeption vorbeikommen. Jetzt Sneaking Mission. Domo. Aircon ga koshou sareta so de. Shuri ni ukagaimashita. Oseo ni natte orimasu. Aircon no shuri no ken uketamawatte orimasu. Hidari te no tobira kara soto ni dete itadakimasu to 非常階段の前に室外機がございます。あの中のエアコンも点検させていただけますか。実際どういう状況なのか確認しておきたいので。中のエアコンってございますか。そう、例えばそこの部屋にもありますよね。この際一通り点検しようと思いますので。そういうことでしたら、はい、問題ないかと存じます。ありがとうございます。それでは作業に取り掛からせていただきます。ビンゴー。 Es ist dunkel, ich muss das Licht anmachen, bevor ich nach einem Plan des Gebäudes suchen kann.